Eigentlich wollte ich uns eine neuerliche Debatte zum Spekulationsverbot ersparen, nachdem wir schon dreimal eine Einwilligungsdebatte darüber abgeführt haben. Aber die letzte Entwicklung rund um die Beratungen und Ergebnisse der Landeshauptleutekonferenz waren schon sehr erschütternd. Und wenn man da zum Beispiel vernimmt, dass der Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz, der Markus Waldner, sagt, wir werden uns nicht länger auf der Nase herumtanzen lassen in der Umsetzung des Spekulationsverbots und gibt dem Nationalrat die Schuld, vor allem den Oppositionsparteien den Schuld, dann muss man sich wirklich fragen, ob es hier nicht zu einer Verkennung der Realität gekommen ist, was die Landeshauptleute betrifft. Deshalb möchten wir heute das Spekulationsverbotsgesetz neuerlich auf die Tagesordnung bringen und eine Debatte darüber abführen, denn es kann nicht sein, dass uns die Landeshauptleute hier zum Narren machen. Sie haben es gerade gehört, der Klubobmann des BZÖ Bucher hätte gerne eine Einwendungsdebatte zum Thema Spekulationsverbot. Er will, dass dieses Gesetz beschlossen wird. Es wird natürlich dafür keine Mehrheit geben. Liegen die Einwendungen auch schriftlich vor?